Nett hier, aber haben Sie schon mal intensiv darüber nachgedacht, was eigentlich ein Meme ausmacht? Das ist eine Frage, die ich mir in den letzten paar Tagen gestellt habe. Ihr kennt diesen Sticker vermutlich. Das ist eine Werbekampagne des Bundeslandes Baden-Württemberg. Das sind auch die, die nichts außer Hochdeutsch können. Und die haben offensichtlich mindestens eine, vielleicht auch zwei oder drei gute Werbeagenturen beauftragt in den letzten Jahren. Irgendwie kennt man alles, was die machen. Früher waren die Dinger irgendwie mehr so beige und hatten noch so Social-Media-Dinger und sowas. Jetzt sind sie gelb und es gibt sie auch auf Englisch. Das ist das The Land Gelb. Und man findet die einfach überall. Du kannst nirgendwo hingehen, ohne diese Sticker zu sehen. Na, so hier Beispiel, Beispiel, Beispiel. Und was euch vielleicht aufgefallen ist, gerade bei den Beispielen, wenn ihr sehr aufgepasst habt, ist, da waren meistens nicht nur Netier-Sticker, da waren auch Variationen auf Netier-Sticker auf den ganzen Bildern. Hier sind zwei, hier ist einer, da ist einer, da ist noch einer. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn man so Variationen machen kann, wenn das Ganze zu einem Meme geworden ist, was sind eigentlich die Grenzen dieses Memes? Was macht dieses Meme aus? Woran erkenne ich, dass es ein Meme dieses Stickers ist oder eben kein Meme dieses Stickers? Und dann guckt man sich halt Sticker mal an. So, die sehen ungefähr so aus. Ne? Also hier haben wir Lippe, Schwarzer Tal, Westerwald, noch irgendein Ort. Okay, klare Definition. So ein Sticker sieht also so aus. Er ist irgendwie gelb, er ist oval, es steht nett hier drauf. Darunter steht, waren Sie schon mal in Ort. Font ist irgend so ein Garamond mit viel Serifen. Drunter ist Platz für ein Logo, klar definiertes Meme, wir sind fertig, super. Ja, okay, Kassel, wir dürfen auch das alte Beige benutzen, das ist ein Klassiker, ist erlaubt und so, kein Problem. Okay, Darmstadt sagt, wir dürfen auch blau, das ist offensichtlich noch klar erkennbar. Okay, auf ist tatsächlich auf, bei Prüm ist einfach, wie das Ding heißt. Rot ist offensichtlich auch erlaubt. Bayern hat eine klare Farbidentität, auf die sie hinweisen möchten. Okay, also die Farbe ist offensichtlich völlig egal. Jede Farbe, jedes Muster ist okay. Wir haben einen ovalen Sticker, es steht nett hier oben. Darunter steht, waren Sie schon mal in Ort und dann ist da das Logo. Okay, Meme verstanden. Gut hier, sagt Brandenburg. Aber warst du schon mal in Brandenburg? Okay, es ist also X hier, gut oder so. Wir sind in der Mitte auch nicht so sicher, ob wir die Leute siezen oder duzen. Und das Logo kann so ein Stück größer werden, offenbar. Klar definiertes Meme und es hat auf jeden Fall irgendwie was mit einer Gemeinde oder einer Stadt zu tun und ob du da schon mal warst. Was hat noch irgendwie eine klare lokale Identität und will sich abgrenzen? Fußball hat eine klare Identität und will sich abgrenzen, also kannst du das offensichtlich auch mit Fußballvereinen machen. Und Fußball, das bekannt muss das Runde in das Eckige, deswegen kann das runde Meme auf dem eckigen Sticker, das funktioniert offensichtlich auch. Und die Leute in Union Berlin bestätigen, dass wir das Ding wiedererkennen, die haben sogar das alte Beige unterwegs. Okay, also Form ist egal, X hier, aber waren sie schon mal in Ort, darunter irgendwie Logo, kann man sich beliebig viel Platz für nehmen, ist egal. Schendo, sagen sie anscheinend in Saarland. Und bei Wulle sagt man Nettbier. Aber wo gibt es Wulle? Hier sagt man genial. Und ich war noch nicht im Capulus in Füssen essen, aber vielleicht, ja, ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall so X und dann irgendwas mit einer Frage und darunter irgendwie ein Logo. Man kann also offensichtlich irgendwie sich sehr weit von diesem Meme entfernen und irgendwie ist es immer noch dieses Meme. Man kann irgendwie was darunter schreiben, man kann es eckig machen, das Logo kann sonst so sein. Das hier hat einfach schon überhaupt nichts mehr mit dem Ort zu tun, das hier auch nicht. Und hier sind wir echt schon so richtig weit davon entfernt, aber ich würde behaupten, das ist immer noch das Meme, ich kann das wiedererkennen. Wir können es konkatenieren, indem wir einfach in eine andere Richtung gehen. Das Ding ist nicht rund, es hat kein Nett, es ist einfach, also wie, und man kann in alle möglichen Richtungen gehen. Eigentlich ist alles, was ich sagen möchte, dass diese Sache sich offensichtlich verbreitet hat. Du kannst nicht durch, fast alle Beispiele sind aus einer einzigen Stadt oder aus zwei Städten gewesen. Du kannst nicht durch die Gegend gehen, ohne Memes davon zu sehen. Und was macht man, wenn man ein richtig schönes Meme gefunden hat? Man macht mit. Und deswegen gibt es jetzt dieses hier. Und ich habe davon einfach mal ein paar mitgebracht. Wie ist hier die Idee? Selbstverständlich ist sowas natürlich Sachbeschädigung. Ich würde nie dazu aufrufen, Sachbeschädigung durchzuführen. Das heißt, ich würde auf gar keinen Fall sagen, ihr solltet diese Dinger überall hinstickern und ihr solltet auf gar keinen Fall Leuten Bescheid sagen, solltet ihr sie irgendwo hinstickern. Aber wenn ihr sie zufällig an Orten, wo es ja vielleicht anscheinend toleriert wird, dass man dort Stickert finden solltet, dann könnt ihr natürlich gerne davon Fotos machen und sie uns schicken. Es soll ja solche Orte geben, wo das absolut kein Problem ist. Und deswegen nehmt euch gerne ein paar mit. Es gibt jetzt solche Sticker, man findet sie hier. Viel schneller als erwartet. Sehr schön. Das war's schon.